Veranstaltung war ja ausgeschrieben mit Geld macht Druck. Wir haben den Vortrag jetzt in Geld umbenannt. Geld macht Druck war im Eckart generell schon immer so reiserisch. Wir fanden es am Anfang mal lustig für die jüngeren Leute. Und wir wollten aber aus der ganzen Gelddiskussionstruppe durch Objektivität abheben, haben wir uns überlegt. Und aus dem Grund müssen wir auch Seriosität ausstrahlen. Deswegen heißt es, dass Geld dabei das Thema ist deswegen, weil wir mittlerweile nicht 200 Folien, sondern reichlich 800 Folien haben. Und wir einfach das aufkriegen mussten. Jetzt haben wir zwei Vorträge. Wenn wir mal viel Zeit haben, könnte man zu verschiedenen unteren Themen nochmal weitere Vorträge erarbeiten. Aber wenn jemand mitmachen möchte, ist er gerne eingeladen. Ne? Eckart hat euch den Appell bereit erklärt, chirale Geldschöpfung. Wir werden uns am Anfang jetzt mit dem unteren Bereich der Kommunikation zwischen der Geschäftsbank und der Zentralbank beschäftigen. Und danach werden wir nochmal kurz uns die Integration des Staates in die ganze Situation mit überlegen, weil der Staat ja in letzter Zeit sehr stark interveniert im System. Und vielleicht dann noch ein bisschen weitergeht bezüglich der Krise und des Orientierung. Das Bild kennt ihr alle schon, das würde ich Ihnen dann erklären. Jetzt habe ich zusätzlich ist ja auch noch das Geldmarktsymbol hingekommen. Das erklärt sich im Laufe des Vortrags, dass die Geschäftsbanken nicht nur die Möglichkeit haben, mit der Zentralbank in Interaktion zu treten und dort Zentralbankgeld sich zu organisieren, sondern auch über den Geldmarkt, der Teil des Finanzmarkts ist, sich Zentralbankgeld zu holen. Weiterhin habe ich die Folie ergänzt durch solche Kontenabbilder. Das soll einfach für euch mal verdeutlichen, dass es darum geht, dass die Nichtbank ein Konto bei der Bank hat oder das Geld auf dem Konto bei der Bank hat, genauso wie die Geschäftsbanken ein Konto bei der Zentralbank haben. Ja, also ich persönlich habe sehr lange gebraucht zu verstehen, dass Geld tatsächlich nur entweder bar oder auf einem Bankkonto existieren kann. Es gibt keine andere Existenzform von Geld. Deswegen habe ich die Konten nochmal reingemacht. Dann seid ihr schon sozusagen fortgeschritten. Und geht dann noch ein bisschen voller ab. Jetzt hat der Kunde also sich bei der Geschäftsbank möglicherweise einen Kredit geben lassen oder hat generell Guthaben auf seinem Konto, ist also unabhängig, wie das Geld hier zu dem Geld gekommen ist. Es könnte auch sein, dass er das von seinem Arbeitgeber überwiesen bekommen hat auf sein Konto. Nun besteht die Frage, was macht der Kunde mit seinem Chiralgeld, also hier blau dargestellt, und wie beeinflusst das die Bank? Im ersten Schritt könnte er das Geld auf demselben Konto bei derselben Bank belassen. Wenn die Nichtbank also relativ viel Einkommen gehabt hat, kann man einfach sagen, ich gebe die Hälfte aus und den Rest lasse ich auf dem Konto bei der Bank. Die zweite Möglichkeit, der Kunde könnte das Geld in bar abheben. Die dritte Möglichkeit ist, er kann das innerhalb dieser Bank zu einer anderen Nichtbank, zu einem anderen Kunden überweisen. Also wenn er also irgendwo einkaufen geht und derjenige, von dem er was kauft, zufällig sein Konto bei derselben Bank hat, überweist er das zwar zu einem anderen Kunde der Bank, aber es bleibt sich in der Bank, auf der Bank liegen. Also es bleibt sozusagen innerhalb der Bank. Hier steht noch ein Girosystem mit da, das erkläre ich dann im Laufe des Vortrags, was das ist. Wir behandeln das erstmal, als wäre es eine Bank. Und der vierte Fall ist, der Kunde kann das, dieses Guthaben auf ein anderes Konto bei einer anderen Bank überweisen. Also sprich, aus der Einflusssphäre dieser Bank raus zu einer anderen Bank. Es gibt keine anderen Möglichkeiten, was ein Kunde mit seinem Chiralgeld machen kann. Wenn sich das einfällt, immer her damit. Und diese Tätigkeiten der Nichtbank mit seinem Geld beeinflusst die Geschäftsbank in folgender Art und Weise. Ich habe jetzt also nochmal diesen Zentralbankgeldbereich ein bisschen größer rausgezogen und habe diesen Chiralgeldbereich, diesen blauen, rausgenommen, weil er für uns keine Relevanz hat jetzt. Es beeinflusst zum Beispiel die Geschäftsbank dahingehend, dass sie sich sogenannte Mindestreserve holen muss. Die Mindestreserve wird nur im Fall 1 oder 3, das Geld bleibt auf dem Konto bei der Bank liegen, ist das relevant für die Bank. Die Mindestreserve ist das Mindestguthaben von Geschäftsbanken bei der Zentralbank. Die Zentralbank fordert also gesetzlich ein Mindestguthaben, was die Geschäftsbanken bei der Zentralbank zu unterlegen haben. Und ergibt sich aus der Höhe der Einlagen, die Nichtbanken bei dieser Bank haben. Also je mehr Kunden die Bank hat, je mehr Kundengelder sie zur Verwaltung hat, umso höher ist das Zentralbankgeld, was sie auf einem Konto bei der Zentralbank halten muss.
Zur Verständlichung, denke ich, ist ein Diagramm geeignet. In Rot ist die Geldmenge M3 zu sehen, so als Referenz. Die habt ihr ja vorhin schon mal gesehen. Das jetzt im Euroraum. Ihr habt vorhin die Zahlen für Deutschland gesehen. Also die Geldmenge M3 im Euroraum beträgt ungefähr 10 Billionen Euro. Das Geldkapital käme dann noch dazu. Und das Reservesoll, was von der Zentralbank herausgegeben wird und den Banken mitgeteilt wird, liegt etwas oben drüber. Also ist sozusagen ein Teil des Geldkapitals, wird als Grundlage der Berechnung der Mindestreserve mit herangezogen. Und hier unten seht ihr davon, das Reservesoll, das ist das, was die Zentralbank aufgrund der Berechnungen von der Geschäftsbank fordert, dass sie das als Zentralbankgeld hält. Also das Zentralbankgeld, die Mindestreserve, bezieht sich auf die Höhe der Einlagen in Chiralgeld. Wenn man das etwas größer macht, weil hier sieht man ja nicht so sehr viel, sieht man das so, dass im Geld, hier oben auch im Geld, hier im Geld ist das Reservezoll dargestellt. Das ist das, was die Zentralbank oder das Gesetz von den Banken fordert. Ihr seht, das steigt leicht an. Das ist halt ein bestimmter Prozentsatz von der Reservebasis. Ihr seht auch, der Verlauf ist ziemlich genau der Verlauf der Reservebasis. Wird etwas abgeschwächt, weil es halt nur ein kleiner Prozentsatz ist. Es war bis zu diesem Punkt 2%. Die Bundesbank vor EU-Zeiten hatte sehr verschiedene Mindestreservesätze, verschiedene Einlagentypen. Mit Bildung der EZB ist das vereinheitlicht worden und es gab für alle Einlagentypen eine Forderung, dass davon 2% als Zentralbankgeld auf dem Konto bei der Zentralbank verlegt werden muss. Ab diesem Zeitpunkt, ich habe den Zeitpunkt gar nicht mehr im Kopf, aber irgendwann Ende Januar 12. Januar 12. ist der Reservesoll auf 1% abgesenkt worden. Das heißt, die Banken müssen jetzt nicht mehr 2% Zentralbankgeld halten, sondern müssen nur noch 1% Zentralbankgeld halten von dem, was sie als Einlage haben. Hier fällt das ab, die gelbe Linie, und geht halt hier eben mit 1% weiter, was vorher die 2% waren. In grün hinterlegt ist das Reserve. Das heißt, das ist die Höhe, was die Bank tatsächlich auf ihrem Konto bei der Zentralbank halten. Ihr seht, das ist sehr deckungsgleich und sie können vor allem sehr schnell den Forderungen folgen. Das bedeutet, die Banken halten tatsächlich nur so viel Geld auf ihrem Konto bei der Zentralbank, wie gefordert wird. Die halten nicht diese beliebte Überschussreserve, die gerne mal in Lehrbüchern steht, dass die Überschussreserve notwendig ist, um Kredite zu vergeben, die gibt es nicht. Ja, das war ein ganz kleiner Weg, aber im Großen und Ganzen gibt es eigentlich keine Überschussreserve. Banken halten tatsächlich nur das, was sie müssen. Das passt auch deswegen so gut, weil die Forderungen, wann die Mindestreserve gehalten werden muss, sehr weit in der Vergangenheit liegen, also mindestens einen Monat zurück jeweils berechnet werden. Das heißt, die Banken haben genügend Zeit, sich die Mindestreserve anzupassen, sodass das alles wirklich gut passt. Und die Banken dürfen die Mindestreserve für alle Geschäftsaktivitäten nutzen. Das heißt, es ist kein Geld, das irgendwie rumliegt und sich dort sozusagen einfach auf dem Konto liegt, wie zum Beispiel mein Chiralgeld bei meiner Geschäftsbank liegt einfach auf dem Konto bloß drauf. Die Geschäftsbanken benutzen dieses Geld für alle Geschäftsvorgänge, die mit Zentralbankgeld abzuwickeln sind. Können Sie das benutzen, eben auch zum Beispiel, um kurzfristig mal Bargeld abzunehmen für irgendeinen Kunden, wenn mal irgendwie eine Notwendigkeit besteht, oder Sie können irgendwelche Überweisungen tätigen, darauf komme ich dann gleich noch. Sie müssen dann bloß dafür sorgen, dass dann 2 Tage später ein bisschen mehr Mindestreserve drauf liegt, um sozusagen im Monatsdurchschnitt diesen erforderlichen Wert zu erfüllen. Da muss man sich mal angucken, wie die Mindestreserve erhoben wird. Das sind alles Monatsdurchschnitte von einem Monat zurück und nochmal einen Monat zurück. Da haben die Banken großen Spielraum. Hier seht ihr so einen Peak. Das bedeutet, die Mindestreserve ist ja deutlich angestiegen. Das heißt, die Banken haben sehr viel mehr Geld auf ihrem Geschäftskonto bei der Zentralbank, als sie eigentlich müssen. Das heißt, zumindest die Überschussreserve ist auch gestiegen. Warum das so ist, erkläre ich dann noch. Ja, hier seht ihr noch die 2% bis 1%, die ich schon erklärt habe. Die Mindestreserve ist also eigentlich etwas Positives für die Banken. Jede Bank hat damit Zwang, Zentralbankgeld vorzuhalten und kann damit hantieren. Das ist also eine Geschäftsvergleichmäßigung. Wenn eine sehr große Bank das irgendwie effizienter hinkriegen würde, muss sie trotzdem
eben höhere Einlagen, Mindestreserve halten, Zentralbankgeld halten, mit denen es hantieren kann. Und deswegen haben kleinere Banken einen nicht so großen Nachteil. Also es ist eigentlich eher nachteilig, dass die Mindestreserve von 2 auf 1% gesenkt wurde. Wo die Motivation so richtig dahinter liegt, ob die EZB die Banken ärgern wollte oder ob die Banken sich das gewünscht haben, ist uns die Motivation noch nicht so ganz klar. So, das wäre das Erste, das wäre dann abgehakt, die Mindestreserve. Und dann gibt es, hatte ich ja vorhin noch gesagt, der Kunde kann dein Geld in bar abheben oder kann es irgendwie überweisen. Das ist alles im Bereich des Zahlungsverkehrs angesiedelt. Wenn er das abhebt, muss ich die Geschäftsbank von der Zentralbank Bargeld organisieren. Und wenn der Kunde es überweisen will, muss die Geschäftsbank sich für die Überweisung auch Zentralbankgeld organisieren. Warum, erkläre ich gleich nochmal. In einem anderen Fall, wenn die Banken sich gut verstehen, zwischen denen überwiesen werden soll, also die Banken kennen sich, vertrauen sich gegeneinander, ist das Zentralbankgeld nicht zwingend erforderlich. Und die können bilateral sich ausmachen, mein Kunde überweist dir jetzt was und ich schreibe bei dir an. Interbankenhandel ist das Interbankenhandel? Das ist Interbankenhandel, genau. Die können also untereinander das ein bisschen austarieren. Das funktioniert nur, solange sich die Banken gut vertrauen. Ja, und zwar Zentralbankgeld. Gut, wir gehen also jetzt in diesen Bereich des Zahlungsverkehrs. Und da gliedert sich in Barzahlung und Überweisung. Die Barzahlung, da haben wir die Zentralbank, wir haben eine Geschäftsbank und einen Kunde, der hebt sich von seiner Geschäftsbank Geld ab, um irgendwas bar zu bezahlen. Die Geschäftsbank muss sich vorher dieses Geld von ihrem Kunden oder bei der Zentralbank auszahlen lassen und sich mit diesem besagten Lastkraftwagen in die Bank transportieren lassen oder in den Automaten transportieren lassen, dann holt sich der Kunde das ab, bezahlt einen anderen, kauft sich irgendwas, der andere Kunde zahlt sein Bargeld wieder bei der Geschäftsbank ein. Die Geschäftsbank wird sich überlegen, brauche ich dieses Bargeld für meine Kunden oder ist das zu viel Bargeld? Wenn es zu viel ist, wird sie das einfach nehmen und auf ihren Kunden bei der Zentralbank einzahlen. Es fanden also parallel zwei Prozesse statt. Zum einen hat diese Geschäftsbank das Girokonto ihres blauen Kundens um den Betrag reduziert und diese Geschäftsbank hat das Girokonto ihres roten Kundes um den Betrag der Einzahlung erhöht. Also hier sozusagen, man könnte sagen, Giralgeld überwiesen worden. Und parallel hat aber die Zentralbank auf Anweisung der beiden Banken auch Zentralbankgeld in gleicher Höhe von diesem Konto, von diesem Zentralbank der blauen auf das Zentralbankkonto der roten Bank überwiesen. Das heißt, in diesem Fall findet nicht bloß eine Übertragung von Giralgeld statt, sondern eine Übertragung von Zentralbankgeld in gleicher Höhe. Was passiert denn, wenn das nicht mit Bargeld passiert, sondern eine Überweisung stattfindet? Der blaue Kunde weist seine Geschäftsbank an, Giralgeld zu dem roten Kunden zu überweisen. Ist der gleiche Vorgang wie oben, nur dass der blaue Kunde einfach sich nicht die Mühe macht, das Bargeld abzuheben und der rote sich nicht die Mühe machen muss, das Bargeld einzuzahlen, sondern der einfach seiner Bank den Überweisungsvertrag, den Überweisungsträger ausstellt oder gleich online das erledigt und sagt, überweist mir dieses Geld. Wenn die Banken sich nicht kennen, keine internen Geschäftsbeziehungen miteinander haben, dann sagt die rote Bank, ich schreibe meinem Kunde das Giralgeld gut, aber nur, wenn du die Zentralbank anweist, mir Zentralbankgeld in gleicher Höhe zu überweisen. Also diese Übertragung von Giralgeld ist ja eigentlich hier eine Löschung des Kontobetrags, hier eine Erhöhung des Kontobetrags und weil das Giralgeld für Banken untereinander keinen Wert hat, sondern nur Zentralbankgeld wirklich Wert hat, fordert sozusagen diese Bank von dieser blauen Bank eine Übertragung von Zentralbankgeld in kleiner Höhe. Immer abends 18 Uhr wird das Saldo gebildet von all den Überweisungen, die im Laufe eines Tages stattgefunden haben. Im Laufe eines Tages gibt es ja viele Überweisungen von Blau zu Rot und sicherlich auch von Rot zu Blau zurück. Das heißt, am Ende des Tages wird nur ein sehr wesentlich geringerer Teil Zentralbankgeld übertragen, überwiesen, der Saldo eben da übrig geblieben ist. Ja, also wenn fünf Kunden von Blau 1.000 Euro überwiesen haben,
und drei Kunden von Rot, was ich, auch für 100 Euro, dann ist halt das Saldo XY und da wird bloß als Treiber Geld überwiesen. Wenn die Banken sich aber gut kennen, dann merken das die Kunden nicht, sondern der Kunde 1 weiß wieder seine Bank an, Giralgeld zum Kunde 2 auf einer anderen Bank zu überweisen. Und die Banken wissen ja, heute hast du vielleicht mehr Kunden gehabt, die meinen Kunden Geld überweisen. Morgen habe ich ein bisschen mehr Überweisungen an dich. Deswegen schreibe ich heute bei dir an und du morgen bei mir. Ja? Die machen also einen Zettel. Ich habe so und so viel Zentralbankgeldschulden bei dir und morgen wird das einfach wieder zurückgeführt. Das ist an der Bankenhand. Ja. Vertrauen Sie die Banken mehrheitlich jetzt hier oder ist das eher... Das können wir noch an den Grafiken zeigen. Sie vertraut in sich mehrheitlich bis 2007. Mittlerweile ist die Zentralbank wieder stark an Bedeutung gewonnen, wobei das die Bank natürlich Geld kostet. Ne? Also Zentralbankgeld in den Platztransfern ist nicht billig. Und deswegen sind die schon bemüht, sich zu vertrauen, wissen aber nicht so richtig, ob das geht. Weil das ist kein Geld. Das sind bilaterale Forderungen, diese lila dargestellte hier. Also die rote Geschäftsbank hat dann gegenüber die blaue eine Forderung in Zentralbankgeld in unserem Fall. Und die Forderungen können sie nicht einer weiteren Bank weitergeben. Ja, also Geld zeichnet sich dadurch aus, dass jeder das akzeptiert. Diese Forderung, dieser Zettelwechsel wird nur zwischen den beiden Banken akzeptiert. Das heißt, es ist schon mit einem starken Verwaltungsaufwand wahrscheinlich verbunden, mit welcher Bank hast du welche Beziehungen. Ja, wenn das jemand mal liest, das lässt sich unterteilen in Clearing, Netting und Settlement. Gibt es also einen Haufen englischer Begriffe, wo man sich stundenlang beschäftigen kann, was damit gemeint ist. Zum Beispiel mit dem Glossar der Bundesbank kann man da ein bisschen was nachlesen, ein bisschen reinlesen, wenn es mal ein Land sein soll. Ansonsten ignoriert es einfach, das ist nicht so sehr wichtig. Jetzt hatten wir also die Forderungen an die Geschäftsbanken, warum sie Zentralbankgeld überhaupt benötigen. Ja, die Fälle hatten wir jetzt rausgekriegt. Jetzt müssen wir uns noch angucken, wie kommen denn die Geschäftsbanken an Zentralbankgeld? Da habe ich die Zentralbank in der Mitte. Und hier oben habe ich jetzt mal ein Filialbanksystem gemalt. Das ist eines der Giro-Systeme, was ich vorhin schon mal angemerkt habe. Es gibt also verschiedene Strukturen von Banken. Unter anderem solch ein Filialbankensystem, das ist zum Beispiel die Deutsche Bank. Es gibt also ein Mutterhaus, in dem Fall Frankfurt am Main, was in jeglichen Städten einfach kleine Filialen hat. Es ist aber grundsätzlich ein großes Haus, was eben bloß mit Filialen belegt ist. Demgegenüber, das nennt sich jetzt blöderweise auch noch Girosystem, gibt es die Systeme der Genossenschaftsbanken und Sparkassen. Das sind rechtlich unabhängige Institute, die sich nur zusammengeschlossen haben, um intern den Zahlungsverkehr besser zu organisieren. Also in den Volksbanken gibt es so die Mutterbank sozusagen, ist die DZ-Bank, die agiert mit der Zentralbank, die organisiert also das Zentralbankgeld. Wenn die Überweisungen zwischen einzelnen Volksbanken stattfinden oder zwischen Volksbanken und DZ-Bank, wird das untereinander abgehandelt. Ja, es findet dadurch kein Kontakt mehr mit der Zentralbank statt. Also eine Möglichkeit, das System effizienter zu gestalten. Und dann gibt es noch Einzelbanken, da gibt es noch ein paar, also sozusagen kleine Privatbanken, die sich hauptsächlich mit besser situierten Leuten beschäftigen. Ja. Die machen meistens kein Massenkundengeschäft. Dann haben wir jetzt da einen Ring hier drum, das sozusagen das Zentralbank-Einflussringel und das hier ist dieses Interbankenringel. Und die Banken haben die Möglichkeit, sich von der Zentralbank, deswegen die Pfeile, also direkt mit der Zentralbank, Zentralbankgeld durch Käufe zu organisieren. Also die Zentralbank könnte, wenn sie möchte, Gold aufkaufen von den Banken, Wertpapiere und Fremdwährungen. Dasselbe, was wir vorhin noch schon hatten, mit diesen bilanzierungsfähigen Werten, das ist dasselbe. Ne? Also eine Geschäftsbank kann auch was aufkaufen, sich die Bilanz schreiben und dafür Geld ausgeben. Das kann die Zentralbank auch. Es spielt auf jeden Fall bis 2007 ist eigentlich die Rolle fast null. Passiert also eigentlich nicht. Ab 2007 fand es ein bisschen mehrmals statt, vor allem um die Banken halt relativ schnell und unkompliziert mit Geld zu versorgen.
Eine zweite Möglichkeit ist ein Kit. Das ist genau dasselbe wie bei den Geschäftsbanken und den Nichtbanken. Da geht die Geschäftsbank zur Zentralbank und nimmt sich einen Zentralbankgeldkredit. Das erkläre ich dann gleich nochmal genauer. Und es gibt die Möglichkeit, dass sich die Banken Zentralbankgeld über die Kundeneinlagen heranziehen. Das haben wir gerade gesehen bezüglich des Zahlungsverkehrs. Wenn also eine Bank es schafft, dass viele Kunden zu ihren Kunden Geld überweisen, bekommt sie auch Zentralbankgeld im Hintergrund mit überwiesen. Hatten wir ja gerade gesehen. Und wenn sie es danach noch schafft, die Kunden, die sie bei sich hat, zu überzeugen, dass sie das Geld fest anlegen oder nicht wieder wegüberweisen, kann sie das Zentralbankgeld auch tatsächlich benutzen. Oder eben, wenn sie zu viel hat, andere Banken verleihen zum Beispiel. Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Aus dem Grund denken wir, dass es je nach Geschäftsmodell, das ist ganz wichtig, je nach Geschäftsmodell der Bank durchaus Vorteile hat, wenn man sich Kundengelder heranzieht und sich bei fest anlegt. Da geht es aber nicht um das Giralgeld. Es geht nur um das anliegende Zentralbankgeld. Und ihr seht, das Zentralbankgeld kann man sich auf verschiedene Arten und Weisen holen, vor allem über den Kredit, wenn gerade die Zinsen sehr niedrig sind, werden wir dann gleich sehen. Und dann muss die Bank einfach abschätzen, was ist ihr lieber, das über Kundeneinlagen, also über Zentralbankgeld von Kundeneinlagen zu legen oder eben bei anderen Dingen. Weiterhin ist dieser Bankenhandel, den ich vorhin schon angedeutet habe, eine Möglichkeit, das Zentralbankgeld zu umgehen. Das heißt, die Banken können untereinander interagieren. Und ihr seht, die Pfeile sind hier relativ gleichzeitig über diesen großen Pfeil Interaktion mit der Zentralbank. Das war mal so, vor langer Zeit. Dann ist es so geworden. Also es ging darum, dass die Banken einfach gemerkt haben, das funktioniert. Sie haben uns wieder rangetestet, sie haben gemerkt, es funktioniert, wenn wir das mit der Bank bilateral klären. Wir können uns die Kohle an die Zentralbank sparen. Das Problem an der Europäischen Zentralbank ist ja dieses, dass die Kosten, eben die Zinsen, die Banken für das Zentralbankgeld bezahlen, nicht etwa die Banken zurückfließen, sondern das wird an den Staat ausgeschüttet. Das heißt, die Banken müssen Geld sozusagen ausgeben und das kriegt halt dann der Staat, der das halt für verschiedene Zwecke ausgibt. In den USA ist es anders, da gehört die Zentralbank den Geschäftsbanken. Also die ein paar größere Geschäftsbanken in den USA sind die Eigner der Zentralbank, der Federal Reserve. Und die Einkommen, die die Federal Reserve aufgrund von eben dort auch Zentralbankgeld hat, wird dann wieder an die Eigentümerbanken ausgeschüttet. Ja. Deswegen hätten in den USA möglicherweise die Banken an so einem Interbankenhandel gar nicht so ein großes Interesse, weil das sowieso an die zurückfließt. In Europa ist es anders. Deswegen hat sozusagen diese Umgehung etabliert. Nach 2007 sah es aber wieder so aus. Ja, also zunehmend interagieren die wieder mehr mit der Zentralbank und vertrauen sich nur mittelmäßig, was aber nicht mit den Krediten zu tun hat, in primär, sondern primär mit den Nebengeschäften, die Bank macht. Darauf komme ich noch zu sprechen. Die Banken machen ja deutlich mehr Geschäfte, Eigenhandel, Finanzmarkt und so weiter. Das ist das Problem, ja, hauptsächlich Hypothekenkredite. So, jetzt haben wir die Kreditgeldschöpfung. Das kann man relativ flink abhandeln, weil es exakt genauso aussieht wie bei Giralgeld. Also eine Geschäftsbank geht zur Zentralbank und sagt, ich hätte gerne ein bisschen Geld. Die Zentralbank möchte eine Sicherheit sehen in dem Fall. Das ist diesmal gesetzlich vorgeschrieben, weil die Zentralbank ja eine staatliche Institution ist, obwohl sie dem Staat nicht unterstellt ist. Und sie nimmt Wertpapiere in Pension. Diese Wertpapiere wird man ja ab und zu mal haben, soll den Kredit besonders gut absichern und besonders viel wert sein. Die Regularien, wie besonders steinfest oder besonders tapfer oder wertvoll sein soll, sind stark abgesunken. Mittlerweile kann die Geschäftsbank Kreditverträge als Wertpapier bei der Zentralbank einreichen, um dafür Zentralbankgeld zu kriegen. Das heißt, Zentralbank macht einen Kreditvertrag mit dem Kunden, gibt ihm dafür Giralgeld und geht damit danach mit dem Kreditvertrag zur Zentralbank und sagt, ja, ist eine Sicherheit. Ich hätte da zum Freitag gehen. Das sind sogenannte nicht marktfähige Sicherheiten. Und zu den Sicherheiten habe ich hier nochmal eine Folie. Das habe ich jetzt auch ein bisschen überschlagen. Und hier sieht man mal die zur Refinanzierung zugelassenen Sicherheiten in Euro.
Also das in Blau dargestellt sind Wertpapiere von Zentralstaaten, also Staatsanleihen oder eben für irgendwelche Länder, irgendwelche anderen Sachen. Das Grüne sind Bankschuldverschreibungen. Wenn also eine Bank, also sich bei einer anderen Bank eingekauft hat, diese anderen Bank gesagt, die Geld gegeben hat, hat für eine Bankschuldverschreibung bekommen, hat, kann sie das als Sicherheit einreichen. Unternehmensanleihen, dasselbe mit normalen Unternehmen. Dann Asset-Backed Securities, sonstige Marktkrisensicherheiten, so rot nicht Marktkrisensicherheiten. Ihr seht, könnten sich bis knapp 14 Billionen Euro Zentralbankgeld holen. Sie hätten da Sicherheiten zur Verfügung. Sie haben als Zentralbank bewertete Sicherheiten im Wert von knapp 14 Billionen Euro. Und hier sieht man, sie haben also 2 Billionen Euro Zentralbankgeld aktuell sich organisiert. Das ist jetzt hier die Europäische Union. Und hier sieht man, was für Sicherheiten tatsächlich verwendet wurden. Es wurden die Wertpapiere des Zentralstaats sind hier mit ungefähr reichlich 5 Billionen bewertet und es wurden 250 Milliarden davon eingereicht. Also die werden zurückgehalten. Die Bankschuldverschreibungen, da sind jetzt sozusagen 750 Millionen dabei. Hier sind es aber auch 5 Milliarden, das heißt aber auch ein geringer Teil der vorhandenen Wertpapiere genutzt. Ganz spannend wird es hier oben. Die Nicht-Marktwertsicherheiten sind fast vollständig ausgeschöpft. Also die Banken nutzen hauptsächlich die Wertpapiere als Sicherheit für ihr Zentralbankgeld, die stark ausfallgefährdet sind oder selbst diese sehr viel wert sind oder ihnen selbst in irgendeiner Art und Weise gefährlich werden können. Interessant dabei ist, dass die Bundesbank die eingereichten Sicherheiten nach Marktwert bewertet. Ja. Inwieweit sie das kann und inwieweit das gut funktioniert, ist eine Sache, sie versucht auf jeden Fall. Und wenn die Wertpapiere, die hinterlegten Wertpapiere aufgewertet werden, können die Banken den Überschuss abziehen. Und wenn die Wertpapiere abgewertet werden, müssen die MFIs oder die Banken weitere Wertpapiere einreichen. Entschuldigung, diese Asset-Backed Securities, sind das nicht auch diese verbrieften Immobilienpapiere, diese Schrottpapiere jetzt? Ja, sind auch, ja. Und andere. Genau. Wenn das Ding dann das verliert, müssen Sie sowieso was nachreichen. Aus dem Grund sind wir nicht ganz sicher, was die Motivation ist, der Zentralbank die schlechten Papiere abzugeben. Eine mir einfallende mögliche Erklärung ist, dass Sie da dazu dann Bilanzen raus haben. Und dass eine andere Bank, die vielleicht Vertrauen mit einer anderen Bank aufbauen möchte, sich gegenseitig in die Bücher guckt, das ist einfach aus den eigenen Büchern raus, dass die Bank persönlich gegenüber Aktionären oder anderen Geschäftspartnern besser aussieht. Das ist einfach weg erstmal. Sieht niemand mehr. Hier sind noch kurz die Zinssätze, weil immer von einem Leitzins gesprochen wird. Das nennt sich Hauptrefinanzierungsfazilität im Normalfall. Ist dieser Leitzins, das ist der Zins, der von der Geschäftsbank, von einer Zentralbank erhoben wird für einen Kredit in Zentralbankgeld. Ihr seht, da war schon mal deutlich höher und ist jetzt bei 0,75%. Das heißt, die Geschäftsbank könnte sich für 0,75% Zentralbankgeld bei der Zentralbank per Kredit holen. Die Kredite von der Zentralbank werden in verschiedenen Tendern ausgegeben, einmal wöchentlich, einmal dreiwöchentlich. Jetzt gab es mal drei Jahrestender, wo das halt nur einfach das Geld sozusagen eigentlich verschleudert wurde. Das sehen wir noch gleich in der Statistik. Also sehr niedrige Zinssätze. Spannend ist noch, es gibt eine sogenannte Spitzenrefinanzierungsfazilität. Fazilität heißt sozusagen Möglichkeit. Das ist der Zinssatz, zu dem die Zentralbank einer Geschäftsbank einen Notkredit sozusagen von oben gibt. Zwangsvergibt, wenn die Geschäftsbank zu wenig Geld auf ihrem Konto hat. Also wenn die Mindestreserve unterschritten wird, gibt die Zentralbank automatisch ein Notkredit von sich aus an die Geschäftsbank, der mit einem etwas höheren Zins belegt wird. Daran sieht man, dass das Zentralbankgeld nie eine Grenze ist für Kreditvergabe oder so. Wenn die Bank tatsächlich verschlagen sollte, kriegt sie einfach radikal Zentralbankgeld von oben verordnet.
Und ein weiterer Punkt ist die Einlagenfazilität. Das ist ein, so eine Art Sparkonto. So ein Tagesgeldkonto, was wir in unserem Giralgeld denken, mit Tagesgeld anlegen würden, können die Banken auch anlegen. Und zwar bekommen sie da normalerweise Habenzinsen. Das sind also Sollzinsen oben und das wären Habenzinsen. Das heißt, im Normalfall haben die Geschäftsbanken, wenn sie zu viel Zentralbankgeld hatten und das nicht auf dem Geldmarkt einer anderen Geschäftsbank oder irgendeinem einem Geschäftspartner geben konnten, haben sie das bei der Bank auf das Tagesgeldkonto gelegt und haben dafür wenigstens noch bis zu Zinsen bekommen. Aktuell ist der Zins bei Null. Das heißt, es gibt kein Sparkonto mehr. Das hat man deswegen gemacht, weil der Abstand zwischen den Zinssätzen bei 0,75% liegt. Früher lag der bei 1%. Das muss man also schon zusammenschrumpfen hier, damit dann die Schulden hier schon auf 0 geschrumpft wären. Mittlerweile ist man auch einen Schritt gegangen und hat tatsächlich die Einlagenfazilität auf 0 gesetzt. Deswegen auch der Peak, den ihr vorhin gesehen habt. Wir haben also das Geld, was auf dem Sparkonto lag, auf ihr normales Girokonto überwiesen. Wie würdet ihr vorgehen, wenn euch eure Bank sagt, oder das Tagesgeldkonto, da hast du zwar schwieriger Zugriffsrechte, aber du kriegst keine Zinsen. Ne? Da würdet ihr das sofort auf euer Girokonto überweisen und da habt ihr sozusagen genau die gleichen Zinsen, nämlich 0 und bessere Zugriffsrechte. Genau das haben die Banken auch gemacht, sehen wir dann gleich in der Statistik. Die Geldvernichtung passiert genauso wie im Girokonto-Bereich, den der Eckert nur erklärt hat. Die Tilgung passiert genauso auf dieses Zentralbankgeldkonto. Die Zinsen werden von der Geschäftsbank ebenfalls Zentralbank verbucht. Die ist sozusagen Gewinn der Zentralbank. Und jetzt haben wir uns natürlich gefragt, wir hatten vorhin Diskussion mit den Zinsen, dass die Geschäftsbank wenn das hier das Bild aus dem vorigen Vortrag wäre, hat die Geschäftsbank das Geld in den Umlauf gebracht durch Bezahlung ihrer Mitarbeiter und so weiter. Nun haben wir uns gefragt, wer die Zentralbank macht. Und die Zentralbank bringt diese Zinsgewinne über den Staat zurück in den Umlauf. Das heißt, auch das Geld ist nicht weg, sondern bleibt im Umlauf, bleibt in Zirkulation. Der Staat, das sehen wir dann gleich, wie dann das System eingebunden ist, gibt dieses Zentralbankgeld auch wieder aus. Und damit fließt das im Endeffekt dann doch irgendwie zu den Banken zurück, nur dass die Banken dafür eine Leistung erbringen müssen. Hier sieht man mal für Deutschland die Geldmenge nochmal. Das ist, geht jetzt nur ab Mitte 98 los, weil das EU-Statistiken sind, also von der EZB. Und die EZB fängt ihre Statistiken erst Mitte 98 an. Da seht ihr also dasselbe, was ihr vorhin mal in längeren Zeiträumen gesehen habt, M1, M2, M3 Geldkapital und M3 Plus Geldkapital. Das ist alles Giralgeld. Abgesehen von der M1 ist dieses Bargeld mit drin. Ihr seht auch mal die Größenverhältnisse. Wir haben also 0,15 Billionen Euro Bargeld mittlerweile in Deutschland gegenüber knapp 4,5 Billionen Euro Gesamtgeldmenge. Und ihr seht hier, dass die beiden Kurven eigentlich ziemlich parallel verlieben. Also das lila ist das Gesamtzentralbankgeld, was existiert, und das grüne ist das Bargeld. Hier hinten fängt aber ein ziemliches Zappel an. Das zeige ich jetzt mal groß. Also selbe Statistik, jetzt ab Anfang 99. In grün wieder das Bargeld in Deutschland, die Bargeldmenge in Deutschland, und in lila die Gesamtzentralbankgeldmenge, die in Deutschland existiert, natürlich immer zwischen einer Geschäftsbank und einer Zentralbank. Und diese Differenz hier ist das Guthaben von der Kreditinstitute auf den Konten bei der Zentralbank. Das heißt, die haben also das Guthaben ist deutlich geringer, was die tatsächlich eben, das habe ich ja vorhin gesagt, die Mindestreserve ist das ja, was sie zwingenderweise halten müssen, ist deutlich geringer als das, was sie auf Wunsch der Kunden in Bargeld zu halten haben. Das heißt, daran sieht man, wie groß das Interesse der Banken ist, das Bargeld möglichst abzuschaffen, um einfach Zentralbankgeld zu sparen.
Am Anfang, das ist so die Umstellung, die Währungsunion, ne? Hier hat man die D-Mark eingezahlt, und wir haben den Euro gekriegt. Dann sieht man hier zwei Beulen. Das ist die Beule über den Sommer, das sind die Sommerferien, da wollen die Deutschen immer ein bisschen mehr Bargeld haben. Und das ist der Weihnachtspeak, da wollen die Kunden auch ein bisschen mehr Bargeld haben, das kann man also in der Statistik gut sehen. Hier gab es mal einen großen Peak, das war zufällig Ende 2008. Da haben die Leute gedacht, oh, da geht jetzt hier gleich das Finanzdepot an, jetzt hole ich mir Bargeld. Das ist dieser Bankenrun gewesen, ihr seht, der war wirklich riesig. Und ihr seht aber gleichzeitig, zu was die Banken fähig sind, sich an Zentralbankgeld zu organisieren kurzfristig. Also die Banken haben sich ebenfalls kurz bevor dieses kurze Mehrerleben von dem Zentralbankgeld von den Kunden gefordert wurde, haben sich extrem viel Zentralbankgeld von der Zentralbank geholt und haben das aber danach relativ kurzzeitig wieder sozusagen zurückgezahlt. Und ihr seht, das wird aber in diesem Girokonto gar nicht sichtbar, sondern das haben die sofort auf ihr Sparkonto überwiesen. Also die haben sozusagen Zentralbankgeld geholt und das auf ihr Sparkonto gelegt, weil sie dafür sozusagen nicht so viele Zinsen bezahlen müssen. Aber er sagt, sie müssen die gleiche Kreditzins bezahlen, kriegen aber ja ein bisschen Zins wieder, ein bisschen Guthaben sind wieder. Weil die haben das also scheinbar nicht benötigt, sondern die haben das als Sicherheit sich organisiert. Ja, und dann gab es jetzt hier Ende zu 11 in Riesenpeak, über das ganze Jahr eigentlich. Das kriegt man eigentlich aus den ganzen Zeitungsmeldungen, da wird das alles immer so beschönigt und eigentlich geht es dem ganzen Ding wieder gut und eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Scheinbar haben die Banken dazu eine andere Meinung. Also scheinbar sind die Banken sozusagen psychisch viel schlimmer dran als noch 2008. Scheinbar wissen die was, oder möglicherweise auch Herr Schäuble weiß das, was die normale Bevölkerung nicht weiß. Ansonsten würden die nicht so viel Geld ausgeben, um sich Zentralbankgeld zu holen, wofür sie Geld bezahlen müssen, ne? Wofür sie richtig Geld bezahlen müssen. Man sieht hier noch die Abschaffung des Sparzinses, des Guthabenzinses. Die haben also das Geld, was sie an der Sparkonto haben, sofort zu einem großen Teil auf ihr normales Guthaben, ein normales Girokonto überwiesen. Und überweisen jetzt nach und nach auch noch den Rest. Das ist jetzt, habe ich gestern gemacht, die Folie aktuell, aber da gibt es da jetzt nicht. Was ich vorhin vergessen habe zu erzählen, was wirklich wichtig ist, für die Mindestreserve kriegen die Banken die Zinsen wieder, die sie für das Geld bezahlen, um sich den Kredit zu holen. Das heißt, die Mindestreserve ist für die Banken kostenlos. Also die holen sich zwar das Geld von der Zentralbank, müssen dafür Kreditzinsen bezahlen. Wenn das aber in Höhe der Mindestreserve ist, bekommen die Kreditzinsen wieder. Ja, das heißt, dieser Schritt von 2% auf 1%, sie haben also jetzt weniger Zentralbankgeld zur Verfügung, was sie frei verwenden können und auch noch kostenlos ist, ist also eigentlich eher negativ für die Banken. Warum das besser ist, wissen wir also nicht. Haben Sie denn de facto weniger zur Verfügung oder müssen Sie weniger zur Verfügung haben? Die können sich theoretisch Zentralbankgeld holen, sieht man ja, aber die kriegen das, die haben das nicht kostenlos. Ja. Ich habe zu dem Peak auch noch eine Idee, und zwar habe ich da zu diesem Peak diese Idee. Das sind jetzt hier die Verfügungen, die noch im Markt sind, die noch nicht zurückgeführt sind. Und man sieht hier die Gesamtverbriefungen. Und das sind Verbriefungen von Privathypotheken. Und das hellgrüne sind Verbriefungen von kommerziellen Hypotheken, nennt sich das. Ja? Also die Privathypotheken machen sozusagen einen riesigen Teil der ganzen ausstehenden Verbriefungen dieser Derivate aus. Und man sieht hier, ist sozusagen die Krise losgebrochen. Hat scheinbar niemand interessiert. Die Anzahl der verkauften oder in Umlauf gebrachten Derivate stieg nochmal rasant an. Na, also scheinbar hatte ich schon irgendwas im Vorlauf, eine Bank hatte noch schon mal vorbereitet, hatte noch schnell auf den Markt gehabt. Und hier ist sozusagen die Insolvenz von Lehman gewesen und da gab es noch bloß noch einen Claim-Peak und danach versuchen die Banken jetzt das so nach und nach abzubauen. Aber man sieht bis heute, ne, also so Mitte 2012, das ist nicht heute, aber kurz vor heute, haben sie es nicht geschafft, diese Verbriefungen halbwegs aus ihren Büchern zu kriegen. Die will einfach keiner haben. Die liegen bei den Banken immer noch rum. Ja? Und die sind immer noch genauso
prozentual genauso gefährlich wie hier als entwickelt wurden oder wie bei der Insolvenz von Lehman Brothers. Meine These ist, die Banken merken langsam, dass sie hier was in ihren Büchern stehen haben, was sie tatsächlich echt nicht loskriegen. Die zweiten Euro-Kurven, ja, das zählen wir nicht zur Geldmenge im weiteren Sinne. Das ist keine Geldmenge. Das sind Wertpapiere, die in den Bilanzen der Banken stehen. Wir hatten also jetzt sozusagen dieses Bild fertig. Ja? Also wir hatten die wirtschaftlichen Zwänge, habe ich hier hingeschrieben, die von Nichtbanken oder von Banken auf die Geschäftsbank ausgeübt werden, dass sie aufgefordert wird, sich Zentralbankgeld zu organisieren. Von den Nichtbanken ist eigentlich nur die Forderung der Barreserven. Von den Banken kommt die Forderung, dass sich das doch das Zentralbankgeld überwiesen werden soll. Und wir haben aber parallel noch aufsichtsrechtliche Zwänge und das betrifft eigentlich nur die Liquidität und das Eigenkapital. Die Liquidität ist sozusagen die Aussage, hast du genügend Zentralbankgeld als Geschäftsbank, um deine täglichen Zahlungsvorgänge zu erledigen, deswegen ist die Liquidität Zentralbankgeld. Das haben wir ja schon geklärt, das ist mit der Mindestreserve eigentlich schon abgegolten. Und aufsichtsrechtlich ist noch eine Forderung, dass sie eine bestimmte Menge an Eigenkapital erhalten muss. Beim Eigenkapital sind wir uns nicht ganz klar, ob das nur Chiralgeld oder ob das Chiralgeld und Zentralbankgeld gemischt sein kann oder ob das irgendwas anderes auch sein kann. Da sind wir nicht ganz sattelfest, da müssen wir noch ein bisschen daran rumüberlegen. Grundsätzlich, das sind beiden Hauptforderungen nach dem KWG, wenn wir erfüllt werden, ist eigentlich der Rest eher Hobby für die Bank. Jetzt hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass die Banken verschiedene Bankgeschäfte ausführen und ein Bankgeschäft, mit dem wir alle eigentlich hauptsächlich in Berührung kommen, ist sogenannte Massenkundengeschäft. Das klingt schon so ein bisschen abwertend. Es geht also darum, sozusagen die normale, wenig gutsituierte Bevölkerung eine Bankdienstleistung anzubieten. Hier ist als Bankdienstleistung das Kreditgeschäft, also sprich eigentlich Ausgabe eines Kredits, das Einlagengeschäft. Hier nennt sich das Einlagengeschäft. Man könnte also ein Geschäft draußen machen, indem man versucht, möglichst viele Kundeneinlagen heranzuziehen, damit möglichst viel Zentralbankgeld heranzuziehen und das Zentralbankgeld anderen Banken zu verleihen. Das wäre im Fall, wenn das Zentralbankgeld mit sehr hohen Zinsen beaufschlagt ist, wäre das durchaus ein mögliches Geschäftsmodell. Aktuell ist es eher nicht das gute Geschäftsmodell. Und das Zahlungsverkehrsgeschäft, auch das ist eher ein Geschäft, wo man denkt, dass die Bank damit Kosten hat, aber natürlich bei verschiedenen Banken Kosten, die Überweisung auf was oder die Barauszahlung besteht, kann man auch Geschäft dazu sagen. Und Banken haben noch weitere Bankbereiche, sogenanntes Private Banking. Da geht es darum, ich suche mir mal die Leute raus, die über 1 Million haben und die berate ich mal persönlich, ob sie vielleicht ein bisschen Geld in die Bankschuldverschreibung, also sprich mir geben wollen als Eigenkapital dann, oder ob ich ihnen ihr Geld für sie am Finanzmarkt ein bisschen spekulieren soll und mit daraus ein bisschen die Gewinnmarge ziehen kann oder sowas in der Richtung. Corporate Banking ist dasselbe, nur dass ich hier keine Privatpersonen berate, sondern ich berate Unternehmen. Und noch Investment Banking ist sozusagen, das ist eigentlich das Spielfeld noch rein, das ich gerade mit dem bürgerlichen Finanzmarkt erklärt. Ja, und das betrifft hauptsächlich das Wertpapiergeschäft oder eben sonstige Geschäfte in der KW im Kreditwesengesetz, § 1 sind die verschiedenen Geschäfte, die eine Bank machen darf, um selbst verbannt zu sein, aufgeschrieben. Kann man jetzt mal nachlesen. Das Problem, warum wir diese Finanzkrise jetzt haben, ist nicht das Massenkundengeschäft. Das Problem liegt unten hauptsächlich im Wertpapiergeschäft. Das sieht man auch, wenn man sich die Gewinnmargen anguckt von Banken, die sind hier oben eher klein. Und das Wertpapiergeschäft ist dann von der Gewinnmarge deutlich größer. Deswegen hat die Deutsche Bank auch kurzfristig mal das normale Massenkundengeschäft komplett aufgegeben und hatte gesagt, wir machen jetzt bloß noch etwa Geschäfte mit sehr reichen oder eben nur noch Investmentgeschäfte. Wir haben es aber dann zurückgefahren, weil das scheinbar das Geschäftsmodell doch nicht so gesund war. Was macht die Bank mit den Einlagen, die sie hat? Wo kommt das hier in der Grafik vor? Die Bank macht mit den Einlagen an sich nichts. Die Chiralgeldeinlagen sind der Bank egal. Die stehen einfach in den Büchern mit drin, auf der Passivseite und sind nicht nützlich. Was hier steht als Einlagengeschäft, das könnte man ja in die Richtung deuten, bedeutet nicht, dass die Banken die Einlagen der Kunden
irgendwie selbst benutzen, sondern entweder sie benutzen das dahinterliegende Zentralbankgeld oder aber sie bieten dem Kunde, also wenn man, ich glaube, ja, meine Mutter haben sie mal angerufen, als sie mal 20.000 Mark auf dem Konto hatte und haben gefragt, ob sie das nicht irgendwo fester anlegen will. Ne? So, und dann rufen sie halt den Kunde an und fragen halt, ob das vielleicht, ob sie es vielleicht im Sparkonto überweisen will oder sowas. Aber sie haben damit grundsätzlich eigentlich nur Kosten. Es geht immer um das erinnerliche Zentralbankgeld. Und wo kommen dann die Zinsen her, wenn deine Mutter 20.000 Euro Mark hatte? Wo kommen die Zinsen her? Die Zinsen sind Kosten für die Bank, die sie erwirtschaften muss, über die Vorteile, die sie von dem Geschäft hat. Die Zinsen aus dem Kreditgeschäft, also die Einnahmenzinsen sozusagen der Bank, mit den Zinsen gegenüberstellen, die sie an Kunden ausschütten, bleibt nicht viel übrig. Also scheinbar haben die eine Motivation, dass irgendwie die Einlagen bei ihnen liegen bleiben, aber sie benutzen dieses Geld nicht. Das ist ganz wichtig. Also, weil wir hatten jetzt durch Diskussion, naja, aber wenn sie es schon haben, könnten sie es doch weiter verleihen. Ne? Aber warum sollten sie es tun, wenn das exakt dasselbe ohne Leihe einfach aus dem Nichts geht? Es gibt diese Leihe nicht. Das sieht man auch daran, dass das Geld auf dem Konto, dass man selbst immer wieder auf sein Konto zugreifen kann. Man kann ja mittlerweile bei Online-Banking stündlich auf sein Konto gucken und das Geld ist zumindest als Zahl noch da. Und das bedeutet, es ist noch da, weil das Geld ja tatsächlich nur eine Zahl ist. Jetzt haben wir ja schon darüber geredet, dass der Staat von der Zentralbank Zentralbankgeld ausgeschüttet bekommt. Ja? Also der Gewinn der Zentralbank fließt an den Staat. Das heißt, der Staat hat ein Zentralbankgeld. Und jetzt wissen wir aber, dass alle Geschäftsprozesse, die wir abwickeln, mit Geschäftsbankengeld, also mit Giralgeld basieren. Was macht denn der Staat jetzt mit Zentralbankgeld, haben wir uns gefragt. Wenn der doch seine Mitarbeiter nicht mit Zentralbankgeld bezahlen kann, sollte, sondern eigentlich mit Geschäftsbankgeld. Also sonst würde ja Zentralbankgeld in den normalen Wirtschaftskreislauf runtersickern. Der Staat hat ja Angestellte, ne? Gibt es ja genügend. Und da haben wir uns Fragen gestellt, wie passiert denn das? Wenn der Staat Zentralbankgeld hat, was macht denn der damit? Ja, und da haben wir herausgekriegt, dass der Staat mittlerweile als einer der wenigen ein Konto bei der Zentralbank hat. Früher hatten verschiedene Unternehmen, auch Siemens und so, Konten bei der Zentralbank. Mittlerweile ist das ausschließlich der Staat und andere Gebietskörperschaften, also Länder und möglicherweise auch Kommunen. Da hat sozusagen ein Konto bei der Zentralbank und wenn die Bank jetzt Zinsen an die Zentralbank bezahlt, kann die Zentralbank dieses Geld, dieses Einkommen, entweder ihr eigenes Eigenkapital legen oder den Gewinn an das Konto des Staates ausschütten. Das hatten wir soweit damals also schon. Jetzt hat der Staat also Zentralbankgeld. Und du? Würden jetzt der Staatsangestellte, der jetzt bitte Giralgeld haben möchte, um seine Brötchen zu kaufen. Das war jetzt so, dass der Staat die Höhe des Lohnes in Zentralbankgeld an die Bank überweist und die Bank überweist Giralgeld weiter an den Kunden. Es wird also dann in der Bank Zentralbankgeld mit Giralgeld getauscht. Rückwärts war es dasselbe umgekehrt. Das heißt, wenn wir Steuern überweisen, meinethalben, überweisen wir ein Adressat Staat Giralgeld, dann in der Bank und es wird Zentralbankgeld weitergebucht. Es wird natürlich nicht von der Bank auf die Zentralbank gebucht, sondern es wird von dem Konto dieser Bank bei der Zentralbank auf das Konto des Staates gebucht. Das bleibt also innerhalb der Zentralbank. Das habe ich jetzt sozusagen, das habe ich bloß optisch so dargestellt. Der Staat hat natürlich auch Giralgeldkonten bei den einzelnen Banken und wickelt das über seine einzelnen Konten ab. Das ist bloß sozusagen der grobe Zusammenhang. Was passiert denn, wenn der Staat eine Staatsanleihe emittiert? Wir hören ja immer, dass sozusagen die Banken die Möglichkeit haben, sich billig bei der Zentralbank zu refinanzieren, also bei der Zentralbank billig Kredit zu holen, um dann Staatsanleihen zu kaufen und die für deutlich höhere Zinsen vom Staat zu bekommen dafür. Wie funktioniert das tatsächlich? Aktuell stehen dem Staat nur noch Bieterbanken gegenüber. Der Bund hat eine GmbH gegründet, die sich um die Finanzangelegenheiten des Bundes kümmert. Ja? Also es ist keine Behörde mehr. Bundesfinanzagentur. Bundesfinanzagentur, dankeschön. GmbH. Ist also keine Behörde mehr, sonst ist eine GmbH. Wenn die also Mist macht, geht die einfach pleite und das ist einfach dann weg. Also wir haben sozusagen die eigentlich sehr gut kontrollierbare Behörde, haben sie einfach in
Geschäftsform geführt, die halt schwierig ist. Auf jeden Fall, die Finanzagentur GmbH hat bis vor, ich glaube, Ende letzten Jahres, hatte man die Möglichkeit dort als Privatkunde sich verschiedene Staatstitel zu holen. Es gibt ja nicht nur Staatsanleihen, es gibt ja extrem verschiedene Wertpapierarten, die man dem Staat Geld borgen konnte gegen den Zettel sozusagen. Und aktuell ist tatsächlich noch so, dass eine Anzahl von Bieterbanken, ich glaube reichlich 40, sind dafür zugelassen, jetzt nur noch sich Staatsanleihen an den Bieterprozess von der Finanzagentur GmbH, also eigentlich vom Staat, zu holen. Da ist die Deutsche Bank natürlich mit dabei, die sind auch interessanterweise so geordnet nach Umsatz. Das ist sozusagen schön, kann man bei Finanzagentur GmbH, kann man da einige schöne Statistiken angucken. Und wenn der Bund, also diese GmbH, die Agentur, eine Staatsanleihe emittieren will, sagt sie, ich habe halt verschiedene Staatsanleihen zur Verfügung oder verschiedene Staatspapiere zur Verfügung, bietet mal schön. Und dann wird eine Bank den Zuschlag bekommen und bekommt die Staatsanleihe und bezahlt die Zentralbankgeld. Ja. Also tatsächlich ist es so, dass diese Bank sich vorher Zentralbankgeld organisieren muss und gibt das dem Staat. Der Staat bezahlt auch die Zinsen für die Wertpapiere im Zentralbankgeld. Also findet also alles im Zentralbankgeldbereich statt. Interessant wird, wenn der Staat das Geld ausgibt, dann gibt er nämlich Zentralbankgeld in eine Bank aus, hatten wir gerade schon, und über das Staatskonto bei dieser Bank kriegt der Kunde jetzt Giralgeld. In dem Bereich, wenn diese Banken identisch wären, hätte die Bieterbank sozusagen im Endeffekt, weil der Staat das Geld, was er hier bekommen hat, die Staatsanleihe wieder der Bank zurückgibt, hätte die Bank die Staatsanleihe in Giralgeld gekauft. So könnte man sie zurückführen. Ja. Und ebenso kann auch eine Privatperson eine Staatsanleihe kaufen. Das passiert dann auch in Giralgeld. Also etwas kompliziert, da sind wir auch noch ein bisschen dran, das so ein bisschen schön rund zu machen. Jetzt habe ich mir überlegt, dass es das schlau ist, dass wir, wenn man das vielleicht jetzt nochmal auf die aktuellen Geschehnisse zurückprojizieren, was wir jetzt gerade gesagt haben, also wir haben sozusagen relativ fachtheoretisch über das Geldsystem geredet, wie das funktioniert und aufgebaut ist, und wir beschäftigen uns ja alle im Kontext mit dem Begriff Krise, mit dem Thema, ansonsten würde das wahrscheinlich niemanden so richtig interessieren. Hier habe ich das mal aufgeschrieben, was mir da gerade dazu eingefallen ist, erkennt wahrscheinlich all diese Worte selbst. Die Rettungsschirme und die Staatsverschuldung, die Sparpolitik und Wirtschaftskrise und Wachstum und sowas. Und ich habe einfach mal ein paar Gedanken dazu, wenn wir mal zusammengestellt, einfach weil ich denke, dass es vielleicht gut ist, wenn wir von dem ganzen Theoretischen jetzt nochmal zurückkommen in was, was ihr ständig schon mal gehört habt. Ich hoffe, das gelingt, ansonsten bin ich für Diskussionen gerne offen. Und zwar habe ich das erstmal auseinandergenommen. Es wurde ja am Anfang wurde von der Finanzkrise geredet. Dann war es Staatsschuldenkrise und dann war es eine Eurokrise und die Bankenkrise war es zwischendurch auch mal, genau. Und für mich sind das unterschiedliche Krisen, die nur teilweise miteinander zusammenhängen und wir denken, dass man das auch einzeln darstellen kann. Zum einen haben wir tatsächlich die Finanzkrise, das ist das, über was wir die ganze Zeit geredet haben. Das ist die Geldmenge und die Verteilungskrise. Ja. Also die Geldmenge wäre jedes Problem, wenn sie gleichmäßig verteilt wäre. Ich sage jetzt gleichmäßig bewusst, dass es nicht exakt gleichmäßig sein sollte. Wenn aber jeder genauso viel Vermögen wie Schulden hätte, gäbe es kein Problem. Ja. Es gibt also nur das Problem, dass sozusagen die Vermögen auf anderer Stelle sind wie Schulden und die Vermögen generell auch noch nicht verteilt sind. Ja, wir haben also eine Blasenbildung und renditesuchendes Geldvermögen. Das ist also die Finanzkrise. Die ist aber ungleich der Staatsschuldenkrise. Also die hohe Verschuldung der Staaten durch die Staatsanleihenbewertung, die jetzt so hochgekocht wurde, war auch vorher schon da und war auch vorher kein großes Problem. Die Staatsschulden sind stark angewachsen, um die Banken die Finanzkrise sozusagen etwas abzumildern. Und deswegen sind die Staatsschulden stark gestiegen. Wir wissen aber zum Beispiel aus Japan, die haben noch viel, viel höhere Staatsschulden, schon seit 10 Jahren. Es ist also an sich kein Problem, es ist eigentlich
eine Hochkopfkrise, weil irgendjemand damit scheinbar auch Geld verdienen kann. Und das ist eben auch ungleich diese Euro-Krise. Die Euro-Krise kann man sehr pointiert und Punkt bringt das Heiner Flassbeck in dem Zusammenhang, beruht zum großen Teil auf Leistungsblattunterschieden in Europa, also um diese Exportweltmeister Deutschland. Ja? Also ist genau dasselbe, man kann sich das vorstellen mit Ost- und Westdeutschland. Ja? Also die Ostdeutschland ist sozusagen seit 1990 stark deindustrialisiert worden. Die besten Unternehmen haben einen guten Absatzmarkt gefunden in Ostdeutschland, konnten ihre Produkte hier absetzen, haben aber vergessen, dass man Produkte nur dann absetzen kann, wenn die besagte Menschengruppe auch das Geld hat, das schlichte Produkt zu kaufen. Ja? Und aus dem Grund hat man dann verschiedene Möglichkeiten gesucht, wie man den Leuten das Geld geben kann, die Produkte aus Deutschland zu kaufen. Ja? Transferzahlungen zum Beispiel. Ja? Und genau dasselbe haben wir jetzt wieder in Europa, dass sozusagen die deutsche Wirtschaft aufgrund von schon sehr hoher Effizienz, aber auch relativ sehr niedrigen Löhnen in der Lage ist, die Produkte, hauptsächlich Maschinen und Autos, sehr billig in anderen Ländern anzubieten. Diese, Hansa ist auch ein sehr schönes Geschäft, ja. Diese Länder kaufen die Produkte, haben aber selbst zu wenig Eigenwirtschaft, um das, die Sachen zu bezahlen, holen sie also Kredit aus Deutschland. Ja, also das ist mit diesem unterschiedlichen Inflationsziel gemeint. Man kann es auch auf die Sparquote zurückbeziehen. Also ein relativ theoretisches Feld, aber grundsätzlich bleibt es darauf hinaus, dass niemand mehr exportieren soll als importiert. Die Leistungsbilanz sollte bei Null liegen. Ansonsten läuft es früher oder später darauf hinaus, dass man zu den Waren, die man irgendwo hinliefert, noch das Geld hinliefern muss, damit die Waren auch gekauft werden können. Ja? Außer man macht es so, dass die selbst eine prospere, eine ordentliche Wirtschaft haben. Man liefert den Waren, die liefern uns Waren, alles schön. Das läuft aber nicht so. Ich habe mit einer Grieche gesprochen, die hat mir gesagt, wir haben deutsche Tochterunternehmen, die dort die Oliven ernten, damit ja kein Grieche an den griechischen Oliven verdienen darf. Ja, also das wird sozusagen als dann billig hochgekauft. Es gibt auch positivere Beispiele. Aber man sollte sozusagen passend zur Produktivität eines Landes auch die Löhne gestalten. Denn alles, was wir, das hat der Eckert-Bohr schon gesagt, alles, was wir aus dem Land rausliefern, mehr Export als Import haben, fehlt uns zum Eigenverbrauch. Das heißt, wir haben was erarbeitet, das wir nicht verbrauchen können. Und eigentlich beschäftigen wir uns eigentlich mit der Finanzkrise, und weil die Finanzkrise mit Ursache der Staatsschuldenkrise ist, auch ein bisschen der Staatsschuldenkrise. Es gibt also zwei Akteure, ihr müsst das nicht lesen bitte, ne? Ich mache den mal weg. Das sind die Interventionen der Zentralbank ab 2007 bis 2012, aber nicht alle, sondern bloß ein paar rausgenommen. Ich habe es nochmal aufgeschrieben, um einfach mal die Mengen zu zeigen. Hat die farbliche Kennzeichen und hat die Farben sozusagen mal die Kurse rausgezogen. Und habe hier mal aufgeschrieben, was die Zentralbank tatsächlich interveniert hat, was sie tatsächlich getan hat, ja, als Intervention für diese Krisen. Sie hat also zusätzlich Geld gegeben, sie hat die Laufzeit des Geldes verlängert, sie hat die Leitzinsen reduziert, sie hat Sicherheiten aufgekauft, also sozusagen Kredite gleich völlig umgangen und sie hat die Anforderungen an die Sicherheiten gesenkt. Sie hat also eigentlich pro Krise agiert. Ja. Sie hat also alles da getan, dass möglichst viel Zentralbankgeld im System ankommt. Ja. Hier ist dasselbe, was der Eckert vorhin hatte, die von Geldvermögensstruktur, nicht Gesamtvermögen, sondern Geldvermögen. Einmal das Geldvermögen nach Sektoren, dann die Verbindlichkeiten nach Sektoren und daraus das Saldobild. Auch hier sieht man, dass die Privaten das Plus haben. Und der Staat und die übrige Welt das Minus haben. Und auch hier ist der Saldo, hier in schwarz gepunktet dargestellt, annähernd null. Ja. Hier sind auch Versicherungen dabei diesmal. Und wir müssen also, wenn wir hier unten was klären wollen, hier oben was klären. Damit wäre es fertig, weil wenn ich aufhören müssen, bitte fertig. Ja.